letzten Zeit. Und heute geht es mal wieder so ein bisschen um Mikrocontroller. Und zwar um eine komplette Serie, nämlich um die ESPs. Ja, wir alle kennen sie, wir alle nutzen sie wahrscheinlich. Und ja, die haben ja schon so einen gewissen Stand in der Maker-Community, weil sie einiges geleistet haben, was vorher halt nicht möglich war. Ja, um mal da reinzukommen, würde ich sagen, wir fangen mit ein bisschen Historie an. Wie kam es überhaupt dazu? Und dann gucken wir mal, was ist denn aktuell überhaupt so der Stand? Weil da hat sich so über die Jahre doch ein bisschen was geändert, auch wenn alles ein bisschen beim Alten geblieben ist. Also, wenn wir von ESPs reden, dann müssen wir auch zwangsläufig über Espressif reden. Das ist der Hersteller, der diese ganzen Chips entsprechend herstellt. Der wurde 2008 gegründet. Derjenige, der es gegründet hat, der kommt aus Singapur, kommt auch so ein bisschen aus dem EE-Sektor, also ja, hat da so ein bisschen Vorbelastung gehabt. 2014 haben sie dann den hier rausgebracht, oder zumindest den Prozessor, der hier drin steckt, den ESP8266. Und das war jetzt nicht unbedingt technisch gesehen eine Revolution, weil, hey, Chips, die irgendwie WLAN und einen Mikrocontroller hatten, die gab es da schon zuhauf, gerade so Ralinks oder so ähnliche Sachen. Aber, naja, was die halt gemacht haben, die haben relativ gutes SDK von Anfang an gehabt, also ein Software Development Kit. Man konnte also selber Software dafür machen. Haben aber die meisten Leute nicht gemacht. Denn was häufig mit den ESP8266 am Anfang gemacht wurde, das war einfach die Dinge als in AirQuotes Modem zu benutzen. Das heißt, man hatte einen Standard Arduino, meistens mit dem ATmega 328 oder sowas. Und da hat man zusätzlich dann so einen ESP dran gemacht. Der hatte die sogenannte AT-Firmware, serielle Schnittstelle der beiden Mikrocontroller verbunden. Und dann konnte man sozusagen hier dem Ding sagen, ja, mach mal da irgendwas Richtung Internet. Das war verbreitet, allerdings war auch schon direkt den Leuten, die sich das ein bisschen durchgelesen haben, klar, das ist Unfug. Denn so ein ESP hat deutlich mehr Leistung als der Arduino. Und wieso nicht alles auf dem ESP laufen lassen, wenn der eh schon alles kann oder das meiste kann. Und das hat dann auch so ein bisschen zu dem geführt, was in meiner Meinung nach der große Vorteil von den ESPs war oder das war, was denen wirklich zum Durchbruch verholfen hat. Es gab da nämlich Leute, die haben Arduino hier drauf portiert, also dass man mit dem normalen Arduino IDE, die meisten Leute schon kannten, plötzlich auch hier diese Chips programmieren konnte. Und damit hat man halt das geöffnet, im Prinzip für die komplette Maker-Welt, die schon Arduino gewöhnt war. Jeder, der einen Arduino mit einem ATmega bedienen konnte, kam auch relativ schnell dann dazu, hier diese zu programmieren. Die Arduino-Umsetzung, die wurde dann noch relativ flott veröffentlicht. Das war so 2014, 2015 kamen die ersten Versionen raus und wurden auch offiziell von Espressif gefördert. Das heißt, die haben da auch tatsächlich Personal dahinter gesteckt, dass das dann halbwegs brauchbar funktioniert. Und ich würde auch sagen, so was die Programmierung angeht, ist das recht vollständig. Gibt sehr selten etwas, was man machen möchte und wo man dann feststellt, ja, der ESP kann das nicht. So, jetzt haben wir ja schon gesagt, ESP8266, der Klassiker, aber da ist die Firma natürlich nicht stehen geblieben. Der 8266 ist kein schlechter Mikrocontroller, aber es war halt so das erste größere Produkt von Espressif und da sind ein paar Dinge drin, die unschön sind, um es mal so zu sagen. Das Ding hat einen relativ hohen Stromverbrauch, es gibt ein paar Eigenheiten, die sehr seltsam sind. Ja, musste man so ein bisschen gucken. Eins, was man dann gemacht hat, ist eine Neuauflage quasi hiervon. Das ist der, findet man manchmal die Bezeichnung ESP8285. Unterschied ist im Prinzip sehr überschaubar. Hauptgrund dafür ist, hier braucht man zwei ICs da drin, nämlich den 8266 selber und einen Speicher fürs Programm. Beim 8285 ist der Speicher fürs Programm direkt mit drin. Spart man sich entsprechend einen Chip. Aber, wie gesagt, das ist das Produkt. Viele Probleme, Features fehlen eventuell. Und da kam dann 2016 der hier da noch dazu. Oder zumindest das Ding, was hier drin steckt. Der ESP32. Und das ist so das, was auch sehr häufig immer noch genutzt wird. Der Klassiker aus der Serie. Und der hat ein paar Sachen gemacht, die auf jeden Fall die ganze Situation etwas verbessert haben. Er hat insgesamt die komplette Hardware hier drin erneuert, versucht Fehler rauszukriegen. Hat aber auch ein paar Features hinzugefügt, die auf jeden Fall da sehr geholfen haben. Zum einen
sind die meisten ESP32er jetzt Dual-Cores. Das heißt, wir haben zwei Prozessoren hier drin, die fürs Programm zur Verfügung stehen. Das hat einen sehr großen Vorteil, denn in den meisten Fällen nutzt man die auch für WLAN. Und um diesen ganzen WLAN-Netzwerkstack laufen zu lassen, das ist teilweise ein bisschen zeitkritisch. Und das konnte zum Beispiel bei 8266 dazu führen, dass wenn das eigene Programm zu viel Rechenleistung gebraucht hat, plötzlich das Netzwerk weg war. Das hat man hier weniger. Hier kann man einfach dann sagen, okay, wir lassen Netzwerk auf einem Kern laufen, unser eigenes Programm auf dem anderen Kern, dann passt das schon. Und man hat sogar noch einen dritten Kern oder Prozessor, ULP, der Ultra Low Power Prozessor. Damit kann man so Schlafsachen wesentlich besser designen. Das heißt also hier bei dem, ne, da gab es so ein paar Sachen, die man machen konnte. Man konnte irgendwie über einen Pin das Ding wieder wecken, wenn man es schlafen geschickt hat. Naja, hier hat man halt einen eigenen Prozessor, der dann auch komplexere Sachen machen kann. Der kann zum Beispiel selber schon mal externe Hardware oder Sensoren abfragen und wenn dann irgendwelche Limits gerissen werden, erst die Haupt-CPU booten. Macht das Ding sehr, sehr mächtig. Und an den beiden war auch lange Zeit nicht vorbeizukommen. Im Prinzip alles, was irgendwie so WLAN, IoT-Zeugs war, hatte mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen ESP drin. Wenn wir hier zum Beispiel gucken, hier so IoT-Zwischenstecker-Dinger, was haben wir da drauf? Überraschung, ein ESP8266, die neueren haben einen ESP32. Also extrem weit verbreitet, unter anderem halt auch, weil viele Maker halt darauf aufgebaut haben, einfach weil es so einfach zu programmieren war durch Arduino und Co. Inzwischen hat sich das alles ein bisschen verstreut. Im kommerziellen Umfeld bei Produkten, da kommen immer mehr hier diese Tuya-Module, einfach weil sie günstiger sind. Und auch die Espressif-Leute, die sind nicht stehen geblieben und haben einiges an Prozessoren mehr rausgebracht. Und ich würde sagen, da gucken wir mal gerade drüber, was es da denn so gibt, was es für interessante Sachen gibt und ob das dann immer noch so für Maker brauchbar ist. Also, fangen wir mal an. Was gibt's denn? Gehen wir nochmal kurz durch, was der ESP32 hatte. Der hatte, wie gesagt, zwei Kerne plus einen Ultra Low Power, 240 MHz, 512 Kilobyte RAM oder Gigabyte WLAN drin, 2,4 GHz only. Er hat Bluetooth 4.2 und BLE und bis zu 34 GPIOs. Die nächste Subvariante, das wäre der ESP32S2. Der hat nur einen Kern, 240 MHz, weniger RAM, 320 KB nur und hat nur WLAN, kein Bluetooth mehr. Dafür hat er allerdings USB mit dabei. Das heißt, man muss nicht wie bei hier diesen ganzen Development Boards einen zusätzlichen Chip hier einbringen, der dann tatsächlich irgendwie mal das seriell auf USB umwandelt zum Programmieren und so. Nein, der hier, der kann natives USB. Hat weniger Leistung, aber dadurch eben auch im Zweifelsfall noch mal weniger Stromverbrauch. Kann für Batterieanwendungen ganz interessant sein. Der nächstgrößere, das ist der ESP32S3. Und das ist so ein bisschen das Monster, was die Leistung angeht. Zwei Kerne plus zwei Low-Power-Kerne in unterschiedlichen Varianten. Bis zu 240 MHz, 512 KB RAM, 2,4 GHz WLAN, bisschen erneuert. Bluetooth diesmal in der Version 5 mit BLE. Und das Ding hat bis zu 45 GPIOs. Als Besonderheit hat der aber noch ein paar Sachen. Zum einen hat er auch USB mit dabei, das heißt, wir können direkt nativ sprechen. Hat die Möglichkeit, sogenannten PS-RAM zu nutzen. Das heißt also, wir können den RAM, diese 512 KB, noch weiter erweitern. Und er hat einen FPM mit dabei, einen Floating-Point-Prozessor. Das heißt also, wir können Gleitkomma-Operationen, also komplexe mathematische Sachen, wesentlich effizienter machen mit weniger Energieverbrauch und Zeitverbrauch als dann entsprechend so der klassische ESP32. Wie gesagt, sehr leistungsfähig, auch für komplexere Sachen dann dadurch zu gebrauchen, braucht ein bisschen mehr Strom. Aber ja, das ist halt, wenn man was mal Leistung haben will. Das ist es dann auch mit den S-Varianten. Als nächstes kommen die sogenannten C-Varianten und da hat sich wieder ein bisschen was geändert, was Vorteil und Nachteil sein kann. Der kleinste, das ist aktuell der ESP32C2. Einzelkern 120 MHz, 272 KB RAM. Der ist also deutlich kleiner von der Leistung her.
Hat auch 2,4 GHz und Bluetooth 5 mit Bluetooth LE an Bord, hat allerdings nur 14 GPIO. Teilweise findet man den auch unter der Bezeichnung ESP8684. Und was hier ganz besonders ist, das ist der Prozessor. Denn bisher, da hat der Espressif immer auf Tensilica-Prozessoren gesetzt. Also die Kerne, die wurden von einem anderen Hersteller hergestellt und die hat man einfach sublizenziert oder draufgelötet. Ich bin mir da gar nicht so sicher, wie sie das technisch umgesetzt haben, aber waren kommerzielle Produkte. Beim C2 und auch allen anderen aus der C-Serie, da ist das nicht mehr der Fall. Da setzt man stattdessen auf RISC-V. RISC-V, das ist eine offene Architektur. Das heißt, so die groben Pläne, wie das Ganze funktioniert in der CPU, die liegen offen. Die kann jeder gucken und jeder, der technisch die Möglichkeiten hat, der kann sich eine eigene RISC-V-CPU bauen. Das heißt natürlich auch im Zweifelsfall, dass man da mehr Freiheiten hat, mehr Dinge machen kann. Und sich halt im Zweifelsfall die Lizenzkosten spart. Ist auch allgemein ein eher moderneres Konzept mit dem ganzen RISC-V-Zeug. Kann also auch wieder Vorteile bringen bei Energieverbrauch und ähnlichen Sachen. Das haben wir allerdings ja schon gesehen, 120 MHz, 14 GPIO. Das Ding ist definitiv nicht dafür gedacht, große Sprünge zu machen. Das ist wirklich so ein klassischer IoT-Chip, der dafür gedacht ist, okay, ich habe etwas, was ab und zu mal ein- und ausgeschaltet werden muss und WLAN sprechen soll. Für so Zwecke ist das natürlich eine gute Wahl. Braucht man nicht viel GPIO, aber ja, dadurch, dass er kleiner ist, weniger Leistung hat, kostet er auch weniger und lässt sich dann einfacher verbauen. Wenn ein bisschen mehr Leistung haben will, ESP32C3 wäre der nächste Schritt. Ist auch nur ein Single-Core, hat 160 MHz, allerdings deutlich mehr RAM, 400 KB, hat auch 2,4 GHz WLAN an Bord, hat Bluetooth 5 mit BLE, hat je nach Bauform 15 oder 22 GPIOs. Die findet man auch unter der Bezeichnung ESP8685 oder ESP8686, je nachdem, was man da hat. Und was bei dem relativ interessant ist, den gibt es in Bauformen, die sind mit dem ESP8266 Pinout kompatibel. Das hier kann man also quasi als den Nachfolger für den 8266 sehen. Wenn man ein altes Design hat, kann man die in vielen Fällen ohne große Änderung einfach dann als Ersatz drauflöten und dann passt das. Die RISC-V haben im Übrigen auch, soweit ich das überblicken kann, alle USB an Bord. Macht das Ganze dann im Zweifelsfall effizienter, kleiner. Wenn wir hier zum Beispiel gucken, das hier ist so ein C3-Board. Und das ist halt schön klein, kann man überall relativ flott einbauen und hat trotzdem da ein bisschen Dampf dahinter. Speaking of Dampf, wer ein bisschen mehr haben möchte, der kann auf den ESP32C6 gehen. Ist zwar auch nur Single-Core, 160 MHz, 512 KB RAM, hat aber in dem Fall noch einen ULP-Prozessor dabei. WLAN wurde ein bisschen erneuert, ist jetzt Wi-Fi 6, allerdings immer noch 2,4 GHz only. Bluetooth auch ein bisschen neuer, Bluetooth 5.3 mit BLE. Was bei dem aber sehr interessant ist, das Radio kann ein bisschen mehr. Das kann nämlich auch so diese ganze Zigbee- und Thread-Ecke. Das heißt also, wir können jetzt plötzlich hier Mesh mit Zigbee-Geräten machen. Yay, das ist etwas, was mich natürlich besonders interessiert. Ich habe hier ein relativ großes Zigbee-Netz. Gab relativ viele Videos dazu schon. Auch der basiert auf dem RISC-V, 30 GPIOs. Und wie wir hier sehen können, es ist im Prinzip nicht viel anderes als so ein ESP32 in klassischer Variante, im Sinne von, wir haben eine Briefmarke und es gibt Development Boards dafür zu kaufen, die man dann halt bespielen kann. Nur halt in dem Fall mit Zigbee-Support. Gibt allerdings eine Einschränkung. Viele Pins, relativ groß, relativ viel Leistung. Das Ding hier, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Variante, die man in größerer Menge in Sensoren schmeißen möchte, einfach weil man da einen eher hohen Stromverbrauch haben kann, je nachdem wie man es baut, relativ hohe Kosten hat. Wer das nicht haben möchte, für den haben wir auch noch eine Variante, nämlich der ESP32H2. Ist eine neue Serie, die hatten wir bisher ja noch nicht wirklich. Basiert auch auf RISC-V, allerdings weniger Leistung. Ein Kern, 96 MHz, 320 KB RAM. Nicht viel dahinter. Und auch sonst ist der ein bisschen ungewöhnlich, denn es ist ein ESP32, der hat aber kein WLAN drin. Das Ding hier spricht nämlich ausschließlich Bluetooth 5.3 mit BLE oder Zigbee bzw. Thread. Hat auch weniger Pins, nur 19 GPIO. Das heißt also alles deutlich kleiner, deutlich weniger Leistung, aber dadurch, wie eben schon gesagt, deutlich günstiger.
und entsprechend sehr gut geeignet als Basis für Zigbee-Geräte, die Batteriebetrieb zum Beispiel haben oder Low-Cost sein sollen. Zumindest wenn man im ESP-Bereich bleiben möchte, das Ganze mit Arduino programmieren möchte und nicht auf andere Hersteller mit eigenen SDKs gehen will. Ja, das sind die Prozessoren, die es aktuell so gibt. Es gibt noch ein paar, die angekündigt sind. Die nennenswertesten, das wäre der ESP32C5. Das ist so ein Mittelteil. Hat dann einen Kern mit 240 MHz, 400 KB RAM und auch dieses neuere Wi-Fi 6 mit 2,4 GHz, Bluetooth 5 mit LE und 20 GPIO. Das ist dann so ein Mittelteil, quasi ein ESP-C3 in etwas stärker. Wer da also noch ein bisschen mehr Leistung braucht, könnte da eventuell fündig werden, wenn der auf den Markt kommt. Und das neue Biest, der ESP32P4. Das wird wieder ein Zweikerner, wie der klassische ESP32, mit einem Ultra-Low-Power-Coprozessor. Maximal hier jetzt aber 400 MHz, also deutlich mehr als das, was bisher so von Espressif abgeliefert wurde. Auch beim RAM hat man deutlich aufgerüstet, 768 KB. Also alles für komplexe Programme auch problemlos geeignet, aber nur lokal. Es gibt nämlich nichts, was Funk macht. Kein WLAN, kein Bluetooth, kein Zigbee, nichts. Dafür kriegen wir aber was anderes, und zwar 50 GPIOs, deutlich mehr als wir sonst haben. Und in der Hardware ist noch so ein bisschen Magie drin. Zum Beispiel gibt es einen Hardware-Video-Encoder, das heißt also, man kann da wirklich Bilder reinwerfen und kriegt dann irgendwie fertig kodierte Sachen raus, ohne dass man groß die CPU dafür anstrengen muss. Im Datenblatt wird noch darauf hingewiesen, ja, wenn du WLAN willst, kannst du ja einfach irgendeinen anderen ESP32 als Modem dran machen. Bin da noch nicht so ganz überzeugt von, aber es klingt auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt dann auch zukünftig offensichtlich ESPs mit noch mehr Leistung sehen. Wird sich dann zeigen, wie sich das auf den Stromverbrauch auswirkt. Die ESPs hatten, wie gesagt, noch nie den Ruf, sonderlich effizient zu sein. Sind jetzt nicht die schlechtesten, aber eben auch bei weitem nicht die besten, was so Low Power angeht. Ja, mal schauen, was da rauskommt. So, jetzt haben wir so viel geredet und ihr habt ja auch schon gesehen, ich habe da ein bisschen was an Boards mal hier hingelegt. Und wie sieht es denn aus mit der Benutzung von denen hier? Denn wir wissen ja beim ESP32 und beim 8266, die können wir relativ stressfrei nehmen, können die in ein Programmiergerät stecken oder per USB dran stecken, wenn wir ein entsprechendes Devboard haben und per Arduino dann einfach da eine Software drauf spielen. Aber wie sieht es denn hier bei den neuen aus? Wie ihr seht, ich habe hier den C3 und den C6. Das heißt also einmal den, nennen wir es mal neuen 8266er und einmal den, der auch Zigbee kann. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ob wir die auch programmiert bekommen. Beide haben, wie gesagt, natives USB. Das heißt, wir haben üblicherweise auch eine USB-Buchse in der Nähe mit den üblichen Boot- und Flash-Buttons. So können wir das programmieren. Der hat jetzt zwei USB-Buchsen. Die eine, die geht direkt zum ESP, die andere geht nochmal über einen Seriellwandler. Gibt bestimmt Gründe dafür. Ich habe es mir noch nicht weiter angeguckt. Ich würde sagen, wir schmeißen die mal an den Rechner ran und gucken, ob wir damit Arduino das genauso einfach wie bei den anderen benutzen können. Oder ob wir da tatsächlich noch ein bisschen was an Sprüngen machen müssen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem hier an, dem C3. Einfach weil das was ist, was ich ohnehin in Kürze benutzen möchte. Wenn wir den einstecken, wir sehen, es blinkt ein bisschen. Offensichtlich haben wir eine Blinksketch drauf. Offensichtlich haben wir auch so wenig Strom, dass mein Kabel 0 Watt meint. War halt das erste USB-C, was ich gefunden habe. Auf dem Board selber haben wir im Prinzip nicht viel drauf. Wir haben lediglich den Prozessor, die Antenne hier oben, einen kleinen Quarz. Und das hier dürfte ein entsprechender Spannungsregler sein, um die 5 Volt von USB auf 3,3 Volt zu drücken. Pin-technisch, alles durchnummeriert. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann 20 und 21. Plus dann 5 Volt Ground und 3,3 Volt. Für viele Sachen ist aber das auch mehr als ausreichend. Denn gerade so im IoT-Bereich ist ja meistens so, dass man vielleicht mal ein, zwei Eingänge, ein, zwei Ausgänge und das war's. Also 4 GPIOs, eventuell noch ein Sensor dran. Aber es ist sehr selten, dass man eine höhere Zahl oder eine größere Nummer an GPIOs braucht. Gut, wir sehen ja schon, es ist was da. Jetzt ist die Frage, wie sieht es am Rechner aus? Wenn wir hier mal reingucken, dann sollten wir ein neues Gerät haben.
Ich würde sagen, das haben wir auch. Wir haben hier ein USB JTAG Serial Debug Unit von Espressif. Wir haben eine Seriennummer, die mir sehr nach der MAC-Adresse aussieht. Das ist natürlich sehr praktisch. Und das Ding wird automatisch als ACM-Device, also unter Linux TTYACM0 hier, erkannt. Unter Windows sollte es auch automatisch erkannt werden und einen COM-Port geben. Also, die Verbindung zum Betriebssystem ist auf jeden Fall schon mal da. Müssen wir es nur noch programmieren, oder? Also gehen wir mal rüber hier in unsere Arduino IDE. Um die aktuellste Version zu bekommen, sollte man die von Espressif vorgegebene Board-URL benutzen. Das heißt, wir gehen unter Datei in die Voreinstellungen, klicken uns einmal hier in die Additional Board Manager URLs und fügen die URL von Espressif hinzu. Die gibt es entsprechend in der Anleitung. Kann man dann einmal hier hinzufügen und okay. Danach geht man unter Tools, Boards in den Boards Manager, wenn man das noch nicht installiert hat. Sucht einmal nach ESP32 und dann sollte man spätestens in dem Fall dieses wunderdinge schöne Ding hier finden. Wichtig dabei, benutzt bitte das von Espressif Systems, nicht von Arduino. Und hier sehen wir schon ESP32, S2, S3, C3 und es sind auch mehr noch dabei. Die müsste man sich dann anklicken. Hier die Liste ist nicht vollständig. So, genau. Aktuelle Version sollte ausgewählt sein, kann man fertig installieren. Dauert dann einen kleinen Moment, sind halt relativ große SDKs dahinter, die muss man erstmal runterladen. Das Ganze hier, was ich jetzt unter Arduino mache, funktioniert natürlich auch ähnlich unter Platform.io. Da findet ihr die Boards einfach in eurer Boardliste und Platform.io lädt ja alles Nötige automatisch runter, da muss man also nichts installieren. Gut, ich würde sagen, wir warten mal eine Runde ab hier. Wenn das dann abgeschlossen ist, dann können wir entsprechend das Fenster schließen. Und jetzt müssen wir nur noch unter Boards, ESP32 Arduino, die passenden Boards auswählen. Das hier ist ein C3-Modul. Das heißt, holen wir das hier. Haben wir jetzt dann noch weitere Einstellungen hier, die Hochladegeschwindigkeit, ob wir USB beim Booten haben wollen. Die Geschwindigkeit können wir einstellen, wobei nur bei den höchsten Geschwindigkeiten WLAN verfügbar ist. Im Prinzip kann man hier alles außer dem Port, den wir entsprechend einstellen müssen, auf Standard lassen. Das passt dann schon. Oh, Preisfrage, können wir es programmieren? Bauen wir uns mal schnell einen Blinksketch. Also mal kurz low und dann was länger high. Das dürfte auf jeden Fall ein anderes Muster sein als, okay, welcher Dämon ist da? Dürfte ein anderes Muster sein als das aktuelle Blinken, was wir hier original schon vorinstalliert haben. Und wie wir sehen können, 17% Program Space, 4% Memory. Das ist natürlich noch überschaubar. Mal Upload. Und tut er was? Jo, das sieht so aus, als ob es programmiert. Man muss nichts drücken. Und jetzt sehen wir hier nichts. Interessant. Der hätte blinken sollen. Na gut, ich glaube, die Pin-Definition für LED-Built-In hier stimmt nicht. Gerade mal gucken, ob ich hier für das Board finde, an welchem Pin die hängt. Okay, die LED hängt an Pin Nummer 8. Dann tragen wir das halt mal per Hand ein. Das kann jetzt natürlich sein, weil ich halt nur gesagt habe, das ist ein Dev-Modul, dass er hier diese eine Variante nicht kennt oder die anders gebaut ist. Aber prinzipiell, wir sehen, es blinkt ja nicht mehr, also offensichtlich ist unsere Software drauf und ja, programmieren geht. Und jetzt sehen wir es hier auch. Jetzt haben wir endlich unsere Blinksketch. LED ist zwar invertiert, das habe ich auch gerade beim Schaltplan gesehen. Die Low ist in dem Fall hier ein, wie bei vielen anderen Boards auch, aber ja. Offensichtlich, wir können es benutzen, wie auch ein normaler ESP8266 oder ESP32. Und das, obwohl wir hier eine C-Serie haben, das heißt also komplett anderer Prozessor, komplett anderer interner Aufbau. Aber dadurch, dass die SDKs das alles mehr oder weniger nativ umsetzen, ist es für uns exakt dieselbe Bedienung. Und Preisfrage, wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Was heißt Konkurrenz? Aber der anderen Prozessor, das hier war ja ein C3. Das hier ist jetzt ein C6. Wenn wir hier gucken, der rechte geht direkt an den Prozessor. Klemmen wir den mal an. Wir sehen es hier blinken. Und auch hier sehen wir wieder, dass wir Espressif USB JTAG Serial Debug Unit haben. Ist auch wieder als ACM-Device erkannt. Und ja, das Einzige, was wir machen müssen, ist entsprechend dann hier das Board ändern von dem C3, wo sind wir, auf ein C6.
der eigentlich hätte supported sein sollen. Was ist also hier los? Naja, gucken wir doch mal, wenn wir hier aufs GitHub Repository für Arduino auf ESP32 gucken. Da steht ja definitiv, dass der C6 supported ist, oder? Ja, fast. Denn da gibt es so einen kleinen Haken dran. Das, was wir hier sehen, das ist die aktuelle Version. Die ist aber noch nicht stable. Das, was wir stable haben, das ist der Release 2.0.14. Den hatten wir ja eben bereits hier gesehen. Die basiert aber auf dem IDF, also dem Integrated Development Framework, aka SDK, in der Version 4.4.6. Der C6 ist aber noch relativ frisch. Der wird erst in der Version 5 supported. Das ist ungünstig, ne? Naja, es gibt da zum Glück schon was, und zwar, wenn wir mal hochgehen. Es gibt hier Pre-Release, die Alpha 2 für die Version 3 vom Arduino-Support. Und die hat die IDF in der Version 5.1 dabei. Und entsprechend dann, wenn wir hier gucken, wird es irgendwo drinstehen, dass da ein bisschen mehr supported wird. Ja, hier steht es auch, Initial Support für den ESP32C6. Das heißt also, damit kommen wir weiter. Wir müssen allerdings ein bisschen aufpassen, denn bei so einem großen Versionssprung, da gehen auch Dinge kaputt. Wir sehen hier ja schon Breaking Changes. Da ist der Umstieg dann nicht ganz so einfach. Es gibt einen Migration Guide, da ist erklärt, was man alles beachten muss. Insbesondere gibt es ein paar Sachen, die nicht mehr verfügbar sind. Zum Beispiel sowas wie ADC Attach Pin oder sowas. Das sind Dinge, die muss man im Zweifelsfall dann in seinem Code tatsächlich einmal umbauen, wenn man hier eine von den genannten Sachen einsetzt. Das wird an vielen Stellen noch krachen. Gerade wenn wir hier gucken, die LEDC-API, die wird jetzt irgendwie über den Peripheral Manager abgehandelt. LEDC nutzt man unter ESP32 häufig zum Dimmen. Die, weiß ich, ist doch relativ verbreitet gewesen. Also hier mit diesem Sprung, da wird man ein bisschen Arbeit reinstecken müssen, um entsprechend die ganzen Sachen zu benutzen. Aber am Ende, wenn man nicht gerade jemand ist, der selber wirklich direkt an die Hardware rangeht oder irgendwelche Libraries schreibt, wird man wahrscheinlich nicht ganz so viel davon mitbekommen und das meiste dann auch 1:1 weiter nutzen können. Gut, wir wissen also jetzt, wir brauchen hier diesen Pre-Release. Wenn wir das haben wollen, auch kein Problem. Gehen wir hier nochmal in das Getting Started. Wo war es? Installing, genau. Wenn wir hier gucken, wir haben diesen Link hier benutzt. Das ist der Stable Release. Überraschung, wir wollen dann jetzt den Development Release. Das heißt also, wir gehen hier nochmal rein und ich füge den jetzt einfach mal hinzu. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Dann zurück in den Board Manager, ESP32. Und jetzt können wir hier die 3.0 Alpha 2 auswählen. Wie gesagt, das ist aktuell Alpha-Version. Es kann sein, dass Dinge nicht funktionieren. Aber wie wir auch gesehen haben, ohne ist nicht viel. Mit dem ESP32C6 ist halt noch zu neu. Muss man noch ein bisschen warten, bis das im Zweifelsfall komplett stabil ist. Aber auch bis das es komplett supported ist. Denn, wir haben jetzt hier so schön gesagt, okay, das geht dann. Und ich bin mir auch sicher, dass wir gleich problemlos das hier programmieren können. Wenn wir aber dann nochmal reinschauen in diesen Initial Support, den wir da gesehen haben, dann wird hier zwar viel an der HAL und so gemacht und es gibt auch ein paar Libraries, die dann hier die Informationen noch dazu bekommen, was geht und was nicht geht. Aber wenn man die Liste durchguckt, wird man eins nicht finden, denn ich sagte ja bereits, das große Feature hier von dem C6 und auch von dem H2, das ist, dass das Radio hier drin auch Zigbee und Thread sprechen kann. Aber nur weil das Radio das kann, heißt es nicht, dass es schon Libraries dafür gibt. Ja, aktuell ist es mit Arduino noch nicht so einfach möglich, tatsächlich Zigbee oder Thread zu sprechen. Es ist, glaube ich, im IDF schon drin. Das heißt, man müsste dann irgendwie externe Funktionen aufrufen. Aber es ist noch nicht so einfach wie WLAN oder so, wo man einfach sagt, hier, verbinde dich mal und dann passt das schon. Dieser ganze Bereich, das ist tatsächlich noch etwas, wo wir wahrscheinlich noch ein gutes Stück warten müssen, bis dass es da was gibt. Wenn es überhaupt so einfach was gibt, weil ja, Zigbee ist halt leider nicht ganz so offen. Da braucht man im Zweifelsfall Lizenzen. Ich weiß nicht, wie das dann aussieht, ob es tatsächlich irgendwann mal einen offiziellen Support gibt, wo man einfach sagen kann, hier, du bist jetzt ein Zigbee-Gerät und bist, was weiß ich, ein Licht, was ich an- und ausschalten kann. Was aber geht, zumindest blinken will ich hoffen. Wir haben jetzt hier die Version 3 installiert. Das heißt also, wir sollten jetzt auch hier in unseren Boards ein bisschen mehr haben. Und da habe ich ihn gerade schon erspäht.
C6 Dev Module. Jetzt ist er da, wir sehen, sind noch andere da. Der H2 ist jetzt auch mit dabei. Ansonsten ändert sich nicht viel im Menü. Die Optionen sind relativ ähnlich wie bei den vorherigen. Das heißt, wir sollten jetzt mindestens mal kompilieren können. Ich muss natürlich gleich mal gucken, was diese LED hier für einen Pin hat. Wenn ich richtig tippe, ist das ohnehin eine RGB-LED. Aber wir sehen hier unten schon RISC-V. Also er kompiliert und kriegt zumindest mal eine Binary raus hier, die auf dem C6 laufen sollte. Gehen wir mal auf die Suche, ob ich die Pins finde. Okay, interessant. Ich hätte gedacht, dass das tatsächlich eine rohe RGB-LED ist, aber laut Datenblatt ist hier lediglich ein GPIO, der reingeht. Von daher würde ich jetzt davon ausgehen, dass das irgendwie so ein Neopixel-Ding ist, also BS2812 oder so. Wenn wir hier mal schauen, es gibt da so eine Library-Test-Gedönse. Sehen wir hier beim C6, ja, immerhin, die Adafruit Neopixel-Library ist bereits supported. BLE und so weiter, da ist noch eine Menge Arbeit nötig. Und hier sehen wir auch, dass der Code bereits aktualisiert wurde von Adafruit für die IDF in der Version 5. Das müsste also funktionieren. Also versuchen wir uns doch einfach mal. Installieren wir das mal. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Holen wir uns einfach mal hier den Beispielcode von Adafruit. Mit Glück funktioniert es. Ich habe mal den Pin 8 gesetzt. Ja, kompilieren tut es zumindest schon mal. Und wie sieht es aus? Kriegen wir auch Licht? Und yay, RGB. Also, wie wir sehen, Programmieren ist durchaus drin. So, was sollen wir also jetzt hier von dem ganzen Geraffel halten? Wir haben einen Original ESP32, der aber mehr oder weniger schon als outdated gilt. Wir haben sowas wie den ESP32C3, der so als Ersatz für den 8266 gelten kann. Wir haben zum Beispiel den C6, der angeblich mehr Funktionen hat. Aber wir sehen halt auch, noch klappt nicht alles. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder beobachten können. Denn wenn neue Hardware rauskommt, naja, ich bin mir relativ sicher, wenn wir nachgucken, der komplette C6-Support wird wahrscheinlich in der IDF schon fast vollständig sein. Dann dauert es aber wieder einen Moment, bis das es dann auch in Arduino verfügbar ist. Und dann dauert es eventuell wieder ein bisschen länger, bis das die ganzen Libraries, die es so gibt, auch für hier die Hardware aktualisiert sind. Und natürlich auch, wenn man sowas nochmal dazwischen hat, wie ein ESP Home, wie ein Tasmota oder so, dann dauert es natürlich nochmal länger. Das heißt also, je mehr Sachen man nutzt, die von anderen Herstellern sind und die noch alle dazwischen hängen und aufeinander aufbauen, desto länger dauert es, bis das neue Hardware dann auch tatsächlich durchgängig unterstützt wird. Aktuell kann man allerdings sagen, dass mindestens mal der hier recht problemlos als Ersatz genutzt werden kann. Zumindest mit den ganzen Standardsachen, die man so im Alltäglichen hat. Also ein bisschen steuern, ein bisschen was an Sensoren anbinden, sollte man keine Probleme bekommen. Der hier ist aktuell nur in der Alpha verfügbar, das heißt also eventuell noch nicht so 100% stabil und das Killer-Feature Zigbee fehlt halt noch. Von daher ist die Frage, ob man überhaupt auf den groß schon wechseln möchte. Ich werde auf jeden Fall mal ein Auge drauf halten. Es gibt schon die ersten Versuche, so ein bisschen Zigbee damit zu machen, aber das ist halt alles noch sehr frühes Entwicklungsstadium. Aber ich denke, es ist gut zu wissen, dass es die Dinger gibt. Insbesondere auch, weil es halt bei neuerer Hardware häufig auch dann so Dinge wie Fehlerbehebungen gibt oder andere Verbesserungen. Der interne USB-C macht das Ganze einfacher, weil dann braucht man selbst bei hier so einem kleinen Ding, was jetzt nicht größer ist als die alte Briefmarke hier, braucht man keinen zusätzlichen Programmieradapter mehr, sondern kann direkt per USB-C anschließen und programmieren. Also zumindest mal der C3, der hat es mir dann durchaus angetan als Ersatz für den 8266, auch wenn es aktuell preislich natürlich dem 8266 noch keiner das Wasser reichen kann. Aber je nach Projekt kann es trotzdem eine ganz gute Idee sein, dann auf was Neueres zu setzen. So oder so, wir wissen jetzt, dass alle, die wir hier gezeigt haben, offensichtlich sich mit Arduino programmieren lassen. Zumindest die Grundfunktionen, so Pins benutzen und so weiter, funktioniert. Und ich bin mir sicher, WLAN geht halt auch. Das heißt also, die Grundfunktion, so ein bisschen IoT zu spielen, die klappt. Und damit würde ich sagen, dass alle ESP-Varianten, egal wie neu oder alt, mit relativ überschaubarem Aufwand das tun, was es sollen.